Komm jetzt. Nein. Doch. Aber. Du kannst jetzt kein Gronkh gucken. Wir gehen jetzt ins Kino. Aber es läuft der Livestream. Aber wir wollen jetzt ins Kino. Otz gucken. Ach, Otz gucken. Otz okay, gucken. Komm, lass gehen. Otz gucken. Guck mal, ist nicht herrliches Wetter? Total. Scheiße. Bitte? Also das Wetter sieht ja prickelnd aus. Also vorhin schien da noch die Sonne. Jetzt ist eher so... Darf ich dieses Wetter bitte für Sonntag bestellen? Ich muss Sonntag arbeiten. Nein! In der Eisdiele. Nein! Und Wetter kommt bestimmt ganz viel. Arsch. Boah, ey. Blitzpiepe. Guck mal, der hat Zor als Autokennzeichen. Und Sack. Mit Lö hinten. Lösor. Lösor. Das war bestimmt Lö Floyd. Ah. Oh. Oh. Warum bremst ihr denn? Er bremst verliert. Ich will nach Ops. Bei dem Wetter Walk ist aber auch eher eine scheiß Idee, oder? Man nennt ihn auch den Wasserläufer. Klugscheißen, aber selber nicht wissen, wovon man redet. Ja. Mann! Schadensmanagement für Wasserschäden. Hallo. Schadensmanagement bei Wasserschäden. Schwerkraft. Scheiß Erfindung. Hier seht ihr übrigens diesen wunderschönen Hauptbahnhof von Dortmund. Dortmund. Das ist Sinister. Wir haben übrigens eine Affinität zu Parkhäusern in unseren Vlogs. Richtig. Und das Parkhaus schließt um 2 Uhr. Sollen wir auf dem Frauenparkplatz parken? Oh, können wir doch machen, ne? Wir sind ja welche, oder? Ja. Warte. Ja. Und hier steht gar kein Schild, dass hier Frauenparkplatz ist. Oh. Oh Mann, ey. Doch da oben steht ein. Ich glaube, hier sind gar keine mehr. Bitte? Wir haben einen Penis im Auto. Nicht die alte. Bah. Aber warum trägt er so eine komische Mütze? Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Warum hast du deine Maske auf? Hast du auch gelernt? Auge. Zwei Augen. Hallo. Wo ist denn das Schnitzel? Du kannst es nicht mitnehmen. Ein regelrechter Skandal. Ich habe dann mal eine neue Brille. Ich meine, ist ja nicht so, 3495. Dass ich davon nicht schon 3495 habe. Nein, die habe ich ja alle zu Hause liegen. Wenn du jetzt wieder Speicherkartenfehler machst, ne? Oh ja, Baby, schlag mir die Tür ins Gesicht. Oh ja, Baby. Eine rote Ampel gilt auch für dich, mein Freund. Ja, aber nicht, wenn wir auf einmal... Doch. We'll be right back.
Hallo, Albladi-Fanpage von Instagram. Wir haben hier gerade deine Nachricht gekriegt. Liebe Albladi-Fanpage. Von Instagram. Von Instagram. So, wir sind zurück aus Le Kino, Le Cinema. Le Cinema. Le Cinema. Und waren ja in der fantastischen Welt von Oz. Richtig. Ich fand ihn geil. Ich fand ihn sehr geil. Ich fand ihn auch jetzt nicht schlecht. Also ziemlich gut, auch von den 3D-Effekten. Und die 3D-Effekte waren richtig gut. Da waren einige wirkliche Schmeckerchen dabei. Mhm. Wir dürfen ja nicht spoilern. Aber ich sage das mal Wasserfall. Wasserfall ist gut. Aber selbst der Schnee, der ab und zu kam. Der Schnee war toll. Das war toll. Also der Schnee war toll. Der wurde mir spontan wieder kalt. Und ich habe gedacht, aber scheiße, jetzt ist es endlich warm. Aber es war dann doch nur die Klimaanlage. Aber die war auch. Aber ich hatte einen total tollen Sitz. Mein Sitz war in der Verankerung, die war völlig fratze und ich hatte einen Schaukelstuhl. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also wie gesagt, ich fand den Film sehr geil, aber ich finde alles geil, was irgendwie auch nur annähernd mit Oz, Wizard of Oz, Wicked und so zu tun hat. Es ist quasi, Oz ist quasi mein Mittelerde. Was für dich Mittelerde ist, ist für mich Oz. Oz. Deshalb steht es auch auf meinem Nummernschild. Ja, da steht nämlich Rotz. Ich bin, nein, Reotz steht da drauf. Ich bin Ozeaner. Ozeaner. Ozeaner, ja. Ich fand die Schauspieler geil. Ich fand sogar Michelle Williams, die mir sonst immer auf den Sack geht, aber immer, fand ich in dem Film richtig geil. Rachel Weisz, die ist eigentlich immer cool. Ja. Außer Mila Kunis, die magst du nicht. Nein, Mila Kunis finde ich doof. Ich mag sie. Während Ette guckt... Ja, du wolltest weitermachen. Berichte ich ein wenig. Ja, also ich fand den Film halt auch nicht schlecht, ziemlich gut. Aber wie gesagt, das ist halt so ihr Mittelerde, was für mich halt so... Ne? Egal, von den Schauspielern fand ich es auch sehr gut. Rachel Weisz mag ich halt auch. James Franco hat sich auch ziemlich gut geschlagen, obwohl ich da so ein bisschen, immer zwiegespalten bin bei ihm. Ich meine, als Harry Osborn war er ganz in Ordnung. Jetzt in dem Film hat es mich ein bisschen irritiert, dass er die Synchronstimme von Tobey Maguire hat. Das war, musste ich ein bisschen umdenken. Ich bin ein Gewohnheitsmensch. Und es waren super süße Effekte dabei. Vor allem diese kleinen niedlichen Tiere, die Welt von Oz einfach aufweist. Oh, die Flusselfen! Flusselfen sind super. Ich will eine Flusselfe haben und ich will den, wie heißt dieser? Jamie, wie ist er denn, der Affe? Finlay? Ja, kann sein. Der kleine geflügelte Affe. So der süß. Ist voll toll. So. Jo, also ich würde sagen, Daumen hoch, angucken. Ja, sage ich auch. Daumen hoch. Kann man sich auf DVD angucken, auch auf Blu-ray. Sollte man aber mal in 3D im Kino sehen haben. Ja, auf jeden Fall.